Genau. Und Und diesen Prozess würde ich jetzt einmal gerne im eFlow zeigen. Dafür springe ich zuerst mal in das Diagramm, wie der Prozess in eFlow modelliert wurde, um Ihnen einen kurzen Ausblick zu geben, durch welche Schritte wir durchgehen. Und dann würde ich ins Tool springen, um zu zeigen, wie die Prozesse dann wirklich auch im Tool durchgeführt werden können. Wir sehen nun den Prozess an sich, wie er in eFlow modelliert wurde. Das heißt, es wurde über ein Webformular oder jetzt in diesem Fall modelliert in eFlow eine Anfrage gestellt. Diese bekommt eine Anfragenummer und wird automatisiert an den Datenschutzbeauftragten weitergegeben. Dieser bekommt eine E-Mail, dass es für ihn einen neuen Prozess gibt und dieser kann sich dann diesen Prozess einmal diesen Request einmal anschauen und sendet dann eine Anfrage an den Anfragestellenden nach einem Ausweisdokument oder einem Dokument, mit dem er ihn eindeutig identifizieren kann. Der Kunde muss dann sein Dokument hochladen. Das kann sich dann im echten Beispiel auch wieder um ein Webformular oder eine E-Mail-Kommunikation handeln. Sollte hier innerhalb von 2 Wochen zum Beispiel keine Antwort kommen, sendet eFlow automatisch nochmal eine Nachfrage hinterher. Sollte dann wieder eine gewisse Zeitperiode ins Land gehen, ohne dass der Anfragesteller geantwortet hat, wird der Prozess auch automatisch beendet. Somit hat der Datenschutzbeauftragte da auch keine weitere Mühe. Wird der Identitätsnachweis weitergeführt, erhält der Datenschutzbeauftragte diese Daten, kann sie sich anschauen und entsprechend wieder das Ganze zurückweisen. Oder dann automatisiert nach den Daten, die bei uns im CRM-System hinterlegt sind, nachschauen, ob es Daten gibt. Dafür haben wir 3 unterschiedliche Wege jetzt implementiert. Zum einen ist das die reine Abfrage der Daten. Das ist der Prozess, den ich gleich mit Ihnen komplett einmal durchführen würde. Dann die Aktualisierung der Daten. Dafür habe ich schon einen Prozess vorbereitet. Da werden wir nur den letzten Schritt durchführen. Und ebenfalls nur den letzten Schritt ist, falls keine Daten im System vorhanden sind, wird da auch automatisch an den entsprechenden Anfragesteller wieder eine E-Mail zurückgesendet und die Daten später in der Datenbank niedergeschrieben, sodass sie vorgehalten sind. So, ich würde jetzt in eFlow springen. Was Sie hier sehen, ist praktisch der Einstiegsbildschirm von eFlow. Man sieht, man hat 2 Prozesse. Das sind die beiden vorbereiteten Prozesse für die Änderung von Daten als auch das Nichtvorhandensein von Daten. Und ich würde mit Ihnen jetzt einmal beginnen, einen neuen Prozess zu starten. Dafür gibt es hier die Auswahl der verfügbaren Prozesse. Da wählen wir unseren aus. Dann ist hier das Formular, das vollständig mit den Bordmitteln von eFlow auch bereitgestellt werden kann, ohne da etwas zu programmieren. Trage einmal schnell meine Daten ein. Jetzt gibt es hier noch ein Anfragesegment. Das kann man praktisch wie so ein kleines Nachrichtenfeld sehen. Man könnte jetzt zum Beispiel einen kleinen Kommentar reinschreiben. Und wenn dann später der Datenschutzbeauftragte diesen Prozess bearbeitet, kann er hier auch wieder weiterhin Notizen schreiben und die werden dann chronologisch auch im Prozess abgebildet. Das kann ich Ihnen gleich zeigen. In dem Fall möchten wir unsere Daten abfragen. Sie bleiben im System enthalten und wir senden jetzt einmal die Anfrage ab. Wie wir sehen, kriegt der Datenschutzbeauftragte jetzt einen neuen Prozess hier. Diesen kann er nun sich anschauen, schauen, was gewünscht ist. Er sieht hier unten direkt die Notiz, die angefügt wurde und kann nun automatisiert die E-Mail an den Betroffenen schicken. Diese E-Mail wird dann direkt versendet und dann darin enthalten kann zum Beispiel dann ein Link zu einem Webformular sein oder er antwortet auf die E-Mail. Oder wie in diesem Fall kann man direkt in eFlow auch die Daten dann wieder bearbeiten. Das heißt, der Nutzer würde dann seinen Ausweis hochladen.
kann hier eine Datei auswählen, zum Beispiel ein Personalausweisdokument und dann automatisch wieder dieses an den Datenschutzbeauftragten zurückweisen. Der Datenschutzbeauftragte bekommt nun die neuen Informationen, auch mit dem Verlauf des Chats. Und hier ist auch direkt das Dokument angehangen. Das heißt, er kann sich das einmal zeigen lassen. Das öffnet sich direkt in einem neuen Tab. Oder er kann sich die Datei auch direkt aus eFlow herunterladen, sodass er sich irgendwo auf der Festplatte speichern kann. Sollte jetzt diese Identifikation nicht ausreichen oder man kann das Dokument schlichtweg nicht lesen, kann er hier direkt die Anfrage zurückweisen. Das heißt, der Anfragesteller bekommt wieder eine E-Mail, um nochmal seine Daten zu korrigieren oder ein neues Dokument hochzuladen. Ist das nicht der Fall und alle Daten sind in Ordnung, würde ich hier starte mit der Sammlung der Daten des Betroffenen weitermachen. Sobald ich diesen Button klicke, sehen Sie schon, dass der Prozess komplett verschwindet. Das heißt, alles Weitere wird automatisiert durch eFlow abgedeckt. Und ich bekomme direkt eine Mail, das ist jetzt genau von 10.50 Uhr, welche Daten bei uns im CM-System in der Datenbank hinterlegt sind. Ohne dass der Datenschutzbeauftragte da extra Queries hinsichtlich der SQL oder der unterschiedlichen Systeme machen kann. Was ebenfalls möglich ist, ist zum Beispiel, dass die Anfrageperson seine Daten nur geändert haben möchte. Dazu zeige ich einmal unsere Beispieldatenbank, wo wir einfach jetzt unsere Daten erstmal gepflegt haben. Das heißt, hier möchte ich jetzt die Daten von mir persönlich ändern. Und zwar habe ich jetzt einmal die Straße dann geändert und auch die Postleitzahl wird dann in Friedrichstraße 10 und 12345 geändert. Das heißt, wenn die Identität wieder geprüft wurde, das habe ich schon mal vorbereitet, können die Daten wieder gesammelt werden. Da wird geschaut, gibt es Daten für diesen Betroffenen? Und wenn ja, werden diese nun automatisch aktualisiert. Der Betroffene bekommt wieder eine E-Mail, das ist von 10.52 Uhr, wo direkt auch die neuen Adressdaten drinstehen. Und wenn wir in unsere Datenbank schauen, sehen wir auch, dass die Daten direkt im CRM-System oder in unserer Beispieldatenbank nun geändert wurden. Der letzte Fall ist, dass für eine Person noch keine Daten verfügbar sind. Auch hier gibt es die Möglichkeit, für den Datenschutzbeauftragten einfach nur die Abfrage abzusenden. Der Rest ist über das System abgedeckt. Der Prozess verschwindet aus unserer Aufgabenliste. Und wenn wir dann ins System, in unsere Datenbank schauen, erscheint hier unten ein neuer Eintrag. Das kann auch später eine ganz andere Datenbank sein, wo man dann die Daten wirklich nach einem Jahr wieder löschen kann und anders pflegen oder andere Reports senden. Und gleichzeitig wird eine E-Mail wieder rausgeschickt, dass keine Daten von ihm im System hinterlegt sind. In diesem Prozess haben wir jetzt aktuell nur eine Datenbank angebunden. Das kann aber auch so sein, dass Prozesse bzw. Datenbanken parallel abgefragt werden können. Das heißt, wenn Sie mehrere Systeme haben, wo Sie persönliche Daten pflegen, können diese parallel auch angesprochen werden und geändert werden in nur einem einzigen Schritt. Zu guter Letzt bietet eFlow dann auch noch einen Berichtereiter. Dort kann dann ausgewertet werden, wie viele Anfragen hatten wir pro Jahr, in welchem Status befinden sich Anfragen etc. Das nur mal direkt schon mal Info. Ich glaube, dass darauf eingehen würde in diesem Webinar jetzt erstmal zu weit gehen, da wir uns jetzt nur auf den DSGVO-Prozess beschränken wollen. Jetzt sind bei Ihnen bestimmt die ein oder andere Frage aufgetaucht. Ich würde Sie dann bitten, diese in den Chat zu schreiben. Wir beantworten die gerne dann in dem Q&A und dann würde ich jetzt erstmal wieder an Can übergeben für die restlichen Punkte.